Ja, servus. Heute nur ganz kurz mit Skalar Schengen bei uns. Es geht um die Kois. Also wir haben eine Teichauflösung faktisch aufgenommen bei uns. Die sind hier untergebracht über das Winterquartier. Das ist vom Bekannten der Fisch und dann bei Tochter, wie es so war. Wollte noch ein paar, die haben wir dann letztendlich auch bei uns untergebracht. Ja. Also es sind alles ältere Tiere, die wurden in sehr kohlenhydrathaltigem Futter gefüttert. Es hat zwar Astax und so, also die Abmischung ist schon in Ordnung, aber es ist halt nicht das Futter, wo man jetzt wirklich aus dem Koi richtig was rausholen kann. Und das will ich einfach mal aufzeigen, wie wichtig es ist, dass wir ein passendes Aminosäureprofil haben. Fett- und Proteinverhältnis passt und letztendlich der Fisch auch so ernährt wird, dass dieses Fett- und Proteinverhältnis, der Brennwert des Futters für den Fisch so passt, dass wir hingehen können und sagen, okay, wir ernähren den Bestand. Und da war halt auch das Problem, da war ein Futterautomat dran, der wird dann voll gemacht, dann war er leer. Und dann bin ich mit der Hand hingegangen, da habe ich mit der Hand noch was reingeschmissen, war ein älterer Herr, der hat es auch alles gut gemeint, der hat auch ein namhaftes Futter gekauft. Das hat auch gepasst, aber es war halt einfach für das Gesamtkonzept des Teiches mit dem Bestand nicht gut, weil er hat gesehen, die Fische wurden dick und dann war er halt schon gut beisammen so. Und dann war halt das Problem, okay, man hat nicht auf die Bremse getreten, beziehungsweise man hat so gefüttert, dass die kleineren Fische dementsprechend gefördert würden. Weil für die großen war es einfach, die guten Fresser war es zu viel, für die anderen zu wenig. Da hätte man ein besseres System entwickeln müssen, beziehungsweise eventuell halt von dem Futter ein bisschen umstellen. Und er hat aber gesagt, komm, ich höre auf mit dem Hobby, ich habe mein Wohnmobil gekauft und das muss alles weg und das ist schnell weg. Und dann haben wir die auch geholt. Das war so, also so wie aus den, sagen wir mal, 90er, 2000 gefilterten Teiche. Wo das war alles in Ordnung. Die Fische haben dort gelebt und die hätten auch 20 Jahre noch gelebt. Aber die hatten halt alle Parasiten drauf. Aber die haben mit denen gelebt. Also da waren Kiemenwürmer, Hauwürmer, Trichonida, eigentlich alles bisschen dabei, sowas. Also diese verschlammten Teiche, die Trichios drauf. Und sobald die halt aus dem Milieu rauskommen, Vergesellschaftung, die dann auch lange Zugänge haben, kommt natürlich die Schwächung dazu. Und ein Kiyozuri war halt voll mit Laich, Shirozuri total fett. Ein Doitsugin Matsuba war abgemagert, also da haben wir auch noch mal gucken müssen, der ist jetzt auch über dem Berg. Und die haben wir dann hier alle untergebracht, sind dann einmal die übliche Quarantäne durchgelaufen, dann KV-Teste abgenommen, dass wir da auch wirklich auf der sicheren Seite sind. Und das halt richtig unter Stress, also die waren hier, die Fische waren fertig mit der Welt, die wurden richtig unter Stress gesetzt und dann der KV-Test gemacht. Nicht erst 4 Wochen hier voll behandelt und dann ist alles gut und dann kann man sagen, okay, ja, jetzt machen wir KV-Test. Ja, dann kann der auch gut ausfallen, obwohl er eigentlich gar nicht gut ist, ne? Also die Fische richtig unter Stress und dann den KV-Test. Das ist eigentlich der Weg, den man einschlagen sollte. Ja. Und ja, da hinten sehen wir sie, da gondeln sie jetzt durch die Gegend. Also da haben wir auch da größere Exemplare mit knapp 80 cm drin. Dann sitzen die Nisser drin, die kleinen, wo jetzt quasi Nisser geworden sind, wo aber vorher nicht gefördert wurden. Die Asagis, die machen nochmal ein extra Video, wo die drin sind. Und an den Fischen sehen wir, an den drei Fischen jetzt wirklich, dass A, ein alter Fisch wachsen kann. Das ist mir wichtig, einfach zu zeigen. Ein Fisch, der auch zum Beispiel lange beim Händler sitzt, wo dann klein ist, der muss nicht unbedingt schlecht sein. Der wurde halt einfach nicht so gefördert vom Händler. Fertig. Wenn ihr den bei euch reinholt und ihr gebt dem wieder genau das, was er braucht, Futter, Wärme, dann geht es auch das Ganze wieder hoch und ihr werdet sehen, der Fisch wird zwar nicht so warm wachsen wie vom Tosai zum Missai bei 25 Grad, aber er wird kontinuierlich seine Meter machen und wird dann auch das Finale erreichen. Und das haben wir jetzt bei den drei Fischen hier. Die sind alle vom 29.07. drin. Heute ist auch der 29. Und zack, wir haben bei allen Fischen haben wir ein Wachstum. Und man hört, es wird gefüttert. 16 Grad zur aktuell nur hier drin, ist ziemlich kühl. Kommen noch zwei Vergesellschaftungen rein. Aber das Problem ist halt, muss immer noch gefüttert werden. Was ist? Trommelfilter läuft immer genau dann, wenn wir den Bock machen. So, also was ist? Wählt das Futter gut. Wählt das Futter so gut, dass es zu eurem System passt. Und das ist das Wichtigste. Fett und Protein muss passen zu eurer Gesamtsituation. Und nicht einfach hingehen und sagen, wow, da ist im Angebot, ich hole mal dort Futter. Und dort ist im Angebot, ich hole dort Futter. Dann ist es kein System. Ich habe jetzt mit einigen Leuten gesprochen, die sind vom 30% Proteinfutter, sind die auf dem 40% Proteinfutter, weil das dann wieder im Angebot war, wieder zurück auf dem 30% Proteinfutter, haben aber die Menge gleich gelassen. Das heißt, ich habe 10% Unterschied. 10%, habe auch einen ganz anderen Brennwert. Da muss ich dementsprechend auch meine Menge verändern. Und die haben halt gekauft, hier war es günstig, da war es da im Angebot, da war es da im Angebot. Und das ist natürlich nichts, kann man machen, aber die Menge muss angepasst werden. Und das ist, was ich zeigen will im Endeffekt. Mit der richtigen Menge, mit dem richtigen Setup, habe ich jetzt aus den alten Fischen
4 bis 5 cm Wachstum rausgeholt. Und dazu hatten wir parasitäre Behandlungen, dazu hatten wir Vergesellschaftung, dazu hatten wir gesundheitliche Probleme. Alle Parameter wurden abgeschaltet, der Fisch wurde ordnungsgemäß gefüttert, der Fisch hat genau das bekommen, was er sollte. Am Anfang sind wir mit Sensitiv eingestiegen, einfach um auch diese ganze Kiemensituation mit den Kiemenwürmern, diese Belastung wegzunehmen. Und danach sind wir umgestiegen und tun den Fisch weder untertrieben füttern, noch übertrieben füttern, sondern tun genau unser Level nehmen, wo der Fisch gut reagiert drauf. Ich meine, das ist ja auch im Endeffekt euren Geldbeutel. Also wenn ihr hingeht, wenn ihr zu viel reinschmeißt, der Fisch kackt es nur aus und mit Ammonium schiebt es raus über die Kiemen. Aber und euer Portemonnaie wird leerer. Unnötig, muss man ganz ehrlich sagen. Ich meine, den Futterhändler freut es, den Hersteller. Aber wenn man es genau nimmt, das Wasser wird belastet, ihr braucht quasi mehr Wasserwechsel, ihr braucht mehr Strom, UVC, den ganzen Tralala. Und der Fisch braucht es einfach nicht. Also die richtige Ernährung, das ist ganz wichtig. Und deswegen sage ich immer hier, das ist wichtig. Der Automat ist das A und O. Der Fisch hat keinen Magen, ihr müsst quasi in den Fisch das reinbringen, über den Tag verteilt. Und dann kommt natürlich die Hand noch dazu und das ist die Genussfütterung. Aber die Hauptaufgabe macht der Automat, weil der macht es kontinuierlich, der hat keinen Kopfweh, dem ist nicht schlecht, der muss nicht schaffen, der muss keine Überstunden machen. Und das ist das Wichtige an der ganzen Geschichte. Der Automat ist das A und O, weil der Fisch hat keinen Magen, es sind Durchlauferhitzer. Da muss kontinuierlich was rein und die Hand macht die Genussfütterung, macht den Rest, um den Kontakt zu den Fischen herzustellen. Und dann habt ihr auch eine gute Ernährung über den Fisch. Ihr habt die Filterbakterien auch gut ernährt, weil der Fisch kontinuierlich ausscheidet und keine Peaks hat. Zack, zu Hause Ammonium hoch, Ammonium wieder runter. Diese Peaks sind auch nichts, weil die Bakterien zehren halt von dem Fisch, von den Ausscheidungen. Ne? Und das zeige ich euch jetzt anhand von drei Azuris. Und da sieht man auch, dass alle drei jetzt in gutem gesundheitlichen Zustand sind und dass alle drei auch auf Wachstum reagiert haben. So, hier haben wir nochmal aus meinem experimentellen Projekt. Das ist ein Hiozuri. Der sitzt jetzt auch indoor, dementsprechend ist er auch noch ein bisschen hell geworden. Ist aber eher auch diese orangene Sorte. Bei dem, die kommen aus einer Teichauflösung vom älteren her, der zwar ein vernünftiges Futter, sofern man es sagen kann, gefüttert hat, allerdings das rein die Proteine aus pflanzlichen Komponenten gezogen hat, wenig Fisch und Fischmehlanteil, also quasi Fischinnereien, Fischnebenerzeugnisse und somit auch sehr kohlenhydratlastig gepolt war. Und das Futter hat den Fisch meines Erachtens, oder die übernommen haben für diesen Test, nicht so performen lassen, wie er eigentlich könnte. Also das ist auch schon ein älteres Tier. Alter war nicht bekannt. Ich schätze mal das Tier so auf so ja, 6 Jahre, 7 Jahre ungefähr. Und der ist mit 60 cm übernommen worden. Wir haben ihn dann umgestellt. Er hat dann Nutramare Basic bekommen, direkt. Er ist dann mit Sensitiv angefüttert für die Vergesellschaftung, weil es halt auch sagen wir mal, sehr autarkes System war. Die Fische haben keinen Neuzugang gehabt. Die waren ja also auch mit eigentlich allen Trittbrettfahrern, Kiemenwürmer, Hautwürmer, Trichodina, so die klassischen so Gartenteich angelegten Parasiten, die dabei waren. Die sind am 29.07. sind die Fische jetzt reingekommen. Und heute, am 29.11. haben wir jetzt gemessen und das alte Tier hat jetzt 5 cm bei Temperaturen von 20, 21 Grad zugelegt. Also ist es auch nochmal im Alter. Schätzungsweise 6, 7, ich kann es nicht genau sagen, vielleicht ist er auch schon 10. Also irgendwann im Dreh, aber es ist jedenfalls definitiv, wenn man es sich anguckt, kein junges Tier mehr. Und wir haben jetzt einfach einen Bonus von 7 cm in der kurzen Zeit. Inklusive der parasitären Behandlung, die man natürlich abziehen muss, in 2 Zyklen mit den Kiemenwürmern. Und dann noch einmal die Vergesellschaftung ins Gemeinschaftsbecken hier rein, die ganzen CV-KV-Tester. Dass die gemacht sind. Aktuell ist hier runtergefahren, weil es kommen noch 2 Fische rein. Deswegen hat er auch ein bisschen mit Schleimhautverdickung reagiert. Wir sind hier bei 16 Grad gerade. Und das ist dementsprechend dem Ganzen geschuldet. Aber wir haben hier 5 cm Gewinn gemacht. Beim alten Tier nur durch eine Futterumstellung. Das finde ich äußerst interessant und äußerst beachtlich. Der Body hat sich auch deutlich verbessert. Was nicht weggeht, klar ist der spitze Kopf, den wir hier haben, der wird also bleiben, aber so im Gesamten ist es eigentlich gar kein schlechtes Tier und ich finde es halt einfach mega interessant, dass man nur durch eine Futterumstellung aus dem älteren Tier einfach noch was rausholen kann und damit quasi noch kitzeln kann, so ein bisschen, dass wir einfach noch mal schauen, wo es hingeht. Das gleiche machen wir jetzt noch mit dem anderen Fisch, den wir gleich vorstellen. So, Azuri Nummer 2, Giro. Meines Erachtens wirklich, wirklich schönes Tier. Also der hat was, der gefällt mir. Ich finde ihn klasse. Einziges Manko, er hat eine massive Adipositas, würde man aber nicht sagen. Also
Der war übergewichtig ohne Ende und ja, das zweite ist halt einfach nicht groß, ne? Das ist ein Weibchen. Was wir jetzt hinbekommen haben, also ist auch wieder ein altes Tier, auch aus dieser Teichauflösungsgeschichte. Man hat einfach gesehen, der hat sich an diesem kohlenhydratreichen Futter wahrlich satt gefressen, richtig überfressen. Er war auch so ein Grund, warum wir hier fürs Basic einfach entschieden haben und nicht fürs 360. Gut, man hätte auch mit dem Sensitiv weitermachen können, weil einfach der Fettgehalt etwas moderater ist und ich halt auch, wie gesagt, noch die kleinen Tossai da drin habe. Von Benskoi, die Asagis, im Aufzuchtsprojekt oder Aufzuchtsprojekt in Anführungsstrichen, weil es ist ja jetzt keine Hochtemperaturaufzucht. Und dann einfach den Fisch auch ein bisschen abspecken zu lassen, wo man es jetzt sehr, sehr schön gesehen hat. Also durch das, dass die Leber auch fetttechnisch entlastet wird und der einfach frisches Futter bekommt, hat das Weiß ist auch wieder weiß geworden. Der hat vorher so einen leichten Gelb-Touch gehabt, so ein bisschen wie die Menschen. Und wenn man jetzt guckt, der Fisch ist weiß. Also es kommt leider nicht so gut durch die Lichtverhältnisse in Natur. Das Tier ist wirklich wie weiß lackiert. Also gefällt mir wirklich gut. Hatte traurige 51 cm. Ist jetzt hier auf 54 cm gewachsen. Also auch hier gut, das muss man sich wegdenken. Das ist halt einfach so, auch wieder ein relativ älteres Tier. Und man muss sagen, hat jetzt auch nochmal 3 cm zugelegt und deutlich abgespeckt. Also die Körperstruktur von dem Tier ist jetzt wesentlich schöner, homogener. Passt jetzt auch gut vom Kopf nach hinten. Ist hier noch relativ breit, also es sind auch noch so ein paar Kilos, in Anführungsstrichen, zu viel drauf. Das amortisiert sich aber spätestens, wenn wir im großen Teich sind, dann wird der Fisch bedeutend mehr Strecke machen. Wir sind ja auf 10.000 Liter, also das ist das Schwimmvolumen, wo ich hier anbieten kann. Das ist 1,20 Meter tief und natürlich ist es begrenzt. Also der Kohlenhydratverbrauch sozusagen, also der energetische Verbrauch des Fisches ist hier begrenzt. Dementsprechend ist natürlich die muskuläre Situation und die Situation vom eingelagerten Fett zum Verbrennen nicht optimal. Das wird natürlich kommen, wenn man Strömungen da hinten, also sind 2 Ausläufe, 110, muss ja auch die Belüftung macht ein bisschen Strömung, aber das reicht halt einfach nicht aus. Das kommt dann im Naturteich draußen, quasi respektive im großen Teich draußen mit Natur, wo auch Algen den ganzen Tag abgrasen kann, wo er sich einfach mehr bewegt, dann kommt die Körperstruktur noch ein bisschen schöner raus. Ja, auch auf jeden Fall hier haben wir auch nochmal 3 cm und nochmal abgespeckt durch die Futterumstellung. Das ist auch nochmal ein schöner Beweis im älteren Tier. Also der dürfte jetzt so, wenn die Angaben glaubhaft sind, um die 10 Jahre sein. Und ja, war nochmal 3 cm gut gemacht in der kurzen Zeit, wohlgemerkt. Also 29.07. war der Einzug und der hatte auch das gleiche wie davor. Also die sind alle mit diesen Trittbrettfahrern und da haben wir halt einfach auch erstmal parasitär behandeln müssen. Auch die KV-Teste abwarten und dann durften sie auch erst dazu. Also gefällt mir sehr gutes Ergebnis. Es war jetzt nicht ganz so gut wie beim Hiyotsuri, aber auf jeden Fall, er ist gewachsen, also er reagiert aufs Wachstum. Das ist eigentlich für mich das Wichtigste, weil das ist das Zeichen, solange der Fisch reagiert, ist da noch eine Kapazität in dem Tier vorhanden. So, bleiben wir in der Varietät Utsuri. Haben wir als letztes noch den Kiyotsuri. Aus dieser Teichauflösung ist er mit 59 cm damals ins Rennen gegangen. Man sieht auch hier, das ist jetzt auch kein Tier, was 2 Jahre alt ist. So einzelne Stellen, einfach ein bisschen Sumi quasi am Schuppenrand, so ein bisschen gesprenkelt dazugekommen ist. Ich finde es im Gesamten eigentlich auch von der Aufteilung her kein hässliches Tier. Also da gibt es meines Erachtens definitiv schlechtere. Der Fisch hatte nur folgendes Problem. Der war A, also Fett, anders kann man es nicht mehr sagen, der war kugelrund, der Fisch. Einmal durch eingelagertes Fett, durch dieses kohlenhydrathaltige Futter. Und da wird auch nicht mit dem System gefüttert, das muss man auch dazu sagen, sondern da ist halt All-In gewesen den Tag über, also ohne Sinn und Verstand. Dann gab es Tiere, die halt relativ dünn waren, Tiere, die extrem gefördert wurden durch Gier. Das Verhältnis hat einfach nicht so gepasst, wurde mit Automat und mit Hand gefüttert. Und ja, bei dem Tier war es halt wirklich so, der war einmal kugelrund und das zweite war, dass der halt massiv Fleisch drin hatte. Also, der ist dann auch mitgekommen, da haben wir uns dann auch geeinigt. Man sieht es hier noch, also der hat auch noch einen ordentlichen Bauch. Aber das mit dem Laich war halt kritisch. Also ich habe auch dem Fisch jetzt nicht die höchsten Überlebenschancen gegeben. Wir wussten auch nicht, ob es Krebs ist oder so, weil man konnte dann auch kaum noch was tasten. Es war alles irgendwie hart und dick innen drin. Ja, er hat dann tatsächlich den Laich resorbiert. Das war hochinteressant, also hat nicht abgeleicht. Zum Glück im Endeffekt für die Gesamtsituation.
und die Wasserqualität und ist jetzt faktisch am Abspecken. Also hat jetzt auch meines Erachtens eine viel schönere Struktur. Das passt jetzt auch wieder vom Keus nicht mehr, ist wie so eine Bowlingkugel. Und ich denke auch, dass der Gesamt über dem Berg ist, also der nimmt voll am Leben teil, ist wieder da. Ist jetzt hier relativ hell geworden, auch das Sumi ist ein bisschen zurückgegangen, jetzt Indoor hier, das war schöner geschlossen. Ich denke, wenn der wieder rauskommt, dann kriegt er auch wieder eine tolle Farbe. Also auch wenn dieses Fettverhältnis, die Leber, wieder entlastet wird von dem Gesamtsystem, da nicht so viel verstoffwechseln muss, dann kann der Fisch auch die Energie wieder in Farbe investieren. Und er hat jetzt auch hier auf 63 von 59 vom 29.07. Also auch bei so einem alten Tier, ich würde schon sagen, performt. Man kann das natürlich milde belächeln und sagen, ey, das sind 4 cm, aber ja, wir reden hier nicht von Tosai auf Nisai, sondern wir reden hier wirklich von Tieren, die halt definitiv 6 Jahre plus sind. Und von daher muss man das meines Erachtens anders da sehen, weil halt die Wachstumskurve nicht hoch ist, sondern die ist flach, die ist schon am Ende. Aber der Koi reagiert auf Futter und die Situation ist damit zufriedenstellend, weil er reagiert und er wird nicht fett und verstoffwechselt es einfach nicht, quasi auf einer Nulllinie. Dann ist er einfach an seinem Ende vom Wachstum angelangt. Dann kommt noch dieser Zentimeterbereich über die Jahre, aber hier ist wirklich nochmal 4 cm dazugekommen. Und da kann man nicht meckern, also da bin ich zufrieden. Und ich denke, der Koi ist jetzt auch gesundheitlich beim Berg mit dieser Laichsituation. Und ja, also ich bin gespannt, wo wir dann im Frühjahr sind, wenn es rausgeht, wie viel Zentimeter er da noch macht.